Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Und zuerst möchte ich das Wort an die männliche Belegschaft dort draußen richten. Ihr könnt mich ja vielleicht in meinem Denken bestätigen. Frauen. Schweres Thema. Ich meine, so als normal rational denkender Mann, da kommt man ja so mit den Entscheidungen oder den Problemen, die Frauen so treffen und haben, ja nicht so richtig klar, oder? Ich meine, das kann man einfach nicht nachvollziehen. Aber es gibt Männer auf diesem Planeten, denen ist diese Fähigkeit, diese Fertigkeit als Handwerkszeug in die Wiege gelegt. Und ironischerweise entscheiden die sich dann meistens dafür, Männer zu lieben. Tja, liebe Frauen, was sagt uns das? Als allererstes, ich drehe dieses Video jetzt schon zum dritten Mal, weil ich es einfach nicht auf die Reihe kriege, hier aneinandergereihte Sätze ordentlich vorzubringen, ohne Scheiße zu bauen. Und deswegen entschuldige ich mich schon mal im Vornherein dafür, dass ich jetzt wahrscheinlich ein paar Cuts einfügen muss, weil ich dann totalen Gehirndurchfall oder Brain Freeze bekomme mit einem Satz. Also wenn das vorkommt, bitte nicht denken, dass ich jetzt hier irgendwie gescriptet das jetzt vorlese, sondern ich fange an zu labern, was mein Kopf mir sagt und da das schon so ein bisschen... Seht ihr, jetzt ist schon wieder so eine Situation gewesen. Also, wir versuchen dieses Ding jetzt durchzuziehen und let's go. Vielleicht mal eine kleine Geschichte so zum Einstieg. 2013 bin ich mit meiner Kamera über das Wacken Campinggelände gelaufen und habe nach Fotomotiven gesucht, die es sich lohnt zu fotografieren. Und da bin ich auf dem Weg an einem Camp vorbeigelaufen, wo eine Regenbogenfahne wehte. Also so ein offensichtliches Zeichen, ne? Und dort wurde mir ein Bier angeboten und der dürstende Reisende konnte dieses Angebot, das ihm von diesen netten zuvorkommenden Menschen überbracht wurde, ja nicht ausschlagen und setzte sich dann hin und trank einen Schluck mit den dort anwesenden Leuten. Und man unterhielt sich und es wurde festgestellt, dass es sich hier tatsächlich um ein Camp von homosexuellen Metalheads handeln würde. Ja, hat man sich halt weiter unterhalten und dann fiel dann das Wort darauf, wie viele Leute denn hier eigentlich so unterwegs sind. Und da meinte dann jemand zu mir, ja, es ist eigentlich schon schockierend, dass es eigentlich so viele Metalheads gibt, die homosexuell sind, aber sich keiner wirklich öffentlich auf einem Festival dazu bekennen würde. Also es waren ungefähr 8 Leute, die da waren, die kannten sich alle aus Chatrooms und Internetforen und hatten sich ja zusammengefunden und hatten sich ausgemacht, auf dem Wackengelände zusammen zu campen. Dann gab es aber auch sehr viele, die gesagt haben, nein, das können wir nicht machen, das wollen wir nicht öffentlich zeigen und so weiter und so fort. Und deswegen sind sie eben inkognito auf dem Festival unterwegs. Und da fragte ich mich dann, ist es wirklich so, dass man sich dafür schämen muss, heutzutage auch noch, beziehungsweise in unserer Subkultur, beziehungsweise muss man Angst haben, wenn man sich öffentlich dazu bekennt, dass man homosexuell ist? Gehen wir erstmal zu den Frauen. Frauen und Homosexualität. Ist das ein Problem? Lesben? Ich meine, gibt es denn überhaupt jemanden, der irgendwas dagegen hat? Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe es auch so ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen. Ich habe auch von vielen so festgestellt, so beim Profil durchgucken oder so, dass es schon fast zum guten Ton gehört, wenn man zumindest ein bisschen bi ist. Da gibt es so einen alten Spruch, ein bisschen bi schadet nie. Den gab es schon zu DDR-Zeiten, glaube ich. Ja, den gab es schon damals und irgendwie ist da was dran. Allerdings nur bei den Frauen. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem Thema nicht so ganz aus, weil ich jetzt nur keine Frau in so einer Situation bin. Ja? Aber wenn ihr jetzt so Erfahrungen oder Gedanken dazu habt, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben, da können wir auch gerne drüber reden. Deswegen möchte ich mich jetzt in dem Video mehr so auf das Männerproblem beschränken. Ja? Gehen wir jetzt mal zu den Männern. Der Mann, der typische Mann in der Metal-Szene. Er hat lange Haare, er trägt Bart, er hat Muskeln, ist ein richtiger Bär, ein Kämpfer, er trinkt Met. Er trinkt Bier, er isst Fleisch, Unmengen an Fleisch und er begattet blonde Walküren. Ja? Das ist so dieses männliche Männerbild in der männlichen Metal-Szene. Und das ist jetzt so im Prinzip dieses Credo, nach dem die meisten
Kerle in der Metal-Szene hinterherlaufen. Dann gibt es da natürlich auch noch diese ominöse Chorer-Szene, die dieses Credo, dieses Bild nicht so verfolgt. Und sofort gibt es dann einen ganzen Haufen an Metalheads und Leuten, die dann schreien, oh Gott, die sind alle schwul, weil sie so Skinny Jeans anziehen oder eine andere Frisur haben, keine Bärte haben und generell etwas femininer, weicher und gefühlsbetont darüber kommen. Und mein Gott, das ist sofort schwul und unmännlich. Dass die dann oftmals mehr Frauen abbekommen als die verransten, zugewucherten Typen mit ihren bierbekleckernden Wänsten, die irgendwo neben ihrem Grill hocken und aus dem Wald hinaus rufen und keiner ihnen antwortet. Keine Ahnung. Das spielt ja dementsprechend erstmal keine Rolle. Die sind erstmal alle homosexuell, ja. Und das ist vielleicht so ein Punkt, der das irgendwie so diese Ressentiments, die man gegenüber homosexuellen Männern haben könnte, in der Metal-Szene verstärkt. Es entspricht eben nicht dem Bild. Zumindest im Klischee. Ich meine, wer sagt denn, dass nicht so ein richtiger, kerniger Typ homosexuell sein kann? Was sagt denn das, dass es nicht geht? Ich meine, man achtet ja auch auf sein Äußeres. Und wenn man halt gerne so aussieht, so mit Bart und langen Haaren und Muskeln und sonst wie, dann kann man ja auch so aussehen. Wer sagt denn, dass es gerade den Klischees entsprechen muss, ja? Wenn nun also diese allgemeinen Vorurteile, die die Menschen durch ihre Erziehung oder durch ihr Umfeld erhalten haben, jetzt noch mit diesem nicht zutreffenden Männerbild zusammenfällt, kann es schon sein, dass da große Antipathien entstehen. Und es kann dazu führen, dass dann Menschen auch aggressiv vorgehen. Allerdings kann oder konnte ich mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland wirklich so passiert. Es gibt ja nun Länder, ich möchte jetzt das Wort unzivilisierter oder weniger kultiviert oder so nicht in den Mund nehmen, aber es gibt ja nun Länder, wo es noch ein bisschen rauer zugeht. Ja, sagen wir mal so in Mexiko oder in Russland. Da schlägt man den Homosexuellen auch mal gerne so mit irgendwas ins Gesicht oder erschießt die gleich oder so. Sagen wir mal hier Putins homosexuellen Gesetze, da gab es ja eine direkte Hetzjagd. Beziehungsweise in Mexiko, da ist das auch nicht so selten. Ich meine, da geht es ja sowieso mehr härter zu. Also ein Moshpit besteht da noch aus Leuten, die sich zusammenschlagen. Und da könnte ich verstehen, dass man da Probleme bekommt. Aber in Deutschland auf einem Festival, ich meine, habt ihr da Erfahrung gemacht? Habt ihr da irgendwie schon Probleme bekommen, wenn ihr jetzt selber euch da öffentlich mit eurer Sexualität da irgendwelchen Leuten auf den Schlips getreten seid? Also ihr könnt es mir auch in der PN schreiben, also bei Facebook oder so, wenn ihr jetzt das zu öffentlich findet. Da können wir auch gerne dort reden, aber ich fände es halt auch cool, wenn man sich so mal in den Kommentaren drüber unterhält. Auch wenn ihr jetzt Vorurteile habt, gehen wir mal zu den Vorurteilen. Vorurteile sind ja nichts anderes als Ängste. Ja, Ängste, die durch die Erziehung, durch das Umfeld irgendwie erzeugt werden. Und man sieht das ja auch oft bei, sagen wir, Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus, dass das meistens auf ländlichen Gebieten so vorherrscht, in Gebieten, wo man mit zum Beispiel Ausländern oder Menschen anderer Hautfarbe überhaupt nicht in Kontakt kommt. Das heißt, dass man die Ängste, die man anerzogen bekommt, gar nicht abbauen kann. Dann wird man am besten noch durch irgendwelche Medien, die im Endeffekt die Ängste unterstützen, um da ordentlich Einschaltquoten zu erzeugen, da fühlt man sich dann noch bestätigt und dadurch wächst die Angst. Und wenn man dann sich so einkapselt und sich verschließt, dann kann man die Ängste auch nicht abbauen. Das heißt, seine Vorurteile loswerden. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, wenn ihr mal eure Vorurteile darstellt, einfach mal ganz ehrlich, was ihr denkt und dass man da einfach mal wirklich ohne sich zu beleidigen oder ohne sich irgendwie dämlich anzugehen, mal drüber redet. Ja, einfach mal drüber reden. Ist das denn in der deutschen Diskussionskultur nicht mehr möglich, dass man einfach mal konstruktiv diskutiert, ja? Denn im Endeffekt ist es doch scheißegal, ob ich eine Frau liebe, ob ich einen Mann liebe, ob ich einen Stuhl liebe, ob ich Call of Duty liebe, ob ich ein Schaf liebe. Nein, Moment. Das ist Sodomie. Sodomie ist nicht in Ordnung. Obwohl in Deutschland erlaubt, wenn ich mich nicht irre. Das arme Schaf. Jedenfalls ist das doch völlig egal. Liebe ist einfach ein Gefühl und man kann ja im Endeffekt alles irgendwie lieben.
Zum Beispiel Musik, wenn ihr ein bestimmtes Lied liebt, dann ist es ja nicht pervers, dieses Lied zu lieben, oder? Es liegt einfach in der Natur der Dinge. Zum Beispiel Homosexualität war in der Antike, in einer der Hochphasen der menschlichen Kultur, völlig normal. Das war ein akzeptierter Umstand. Ja? Vor 2500 Jahren. Seht ihr mal, wo uns die katholische Kirche, aber das ist eine andere Sache. Ne? So, also ich würde mich freuen, wenn man da mal ein bisschen drüber reden kann, weil man kann jetzt hier Tage und Stunden drüber diskutieren. Ich denke, meine Meinung ist deutlich geworden. Ich verstehe nicht, wie man vor allen Dingen heutzutage noch jemanden deswegen verurteilen kann. Und ich will es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man in unserer Szene aufgrund von irgendwelchen idealtypischen Bildern, denen sowieso fast keiner mehr entspricht in unserer verweichlichten Zeit, sage ich mal, dass man deswegen Menschen diskriminiert bzw. tätlich angreift. Ja? Also mal eure Meinung dazu oder wie ihr das seht, würde mich sehr freuen. Ja. Ich hoffe, wir können jetzt hier vielleicht noch ein paar Leute irgendwie in ihren negativen Vorurteilen noch ein bisschen da rauskriegen. Manche verhärten sich vielleicht auch. Ich hoffe, ich kann da so ein bisschen Beitrag leisten. Und wie gesagt, eure Erfahrungen, eure Ideen, eure Probleme immer an mich oder unter die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich bin's, der dunkle Parabelritter. Adios, muchachos und muchachas. Und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Und tschüssi.